Let's start again. Hallihallo, liebe Leute und herzlich willkommen. Ja, heute, ihr seht es im Hintergrund, zu einer schönen Runde Overwatch. Ja, da ich das ja am Livestream spielen wollte und das nicht so richtig funktioniert hat, wegen der Internetstärke, ja, dachte ich, nehme ich einfach mal ein Video auf und mache ein Commentary. Also bedeutet sozusagen, das Match habe ich jetzt schon aufgenommen. Das habe ich jetzt hier im Hintergrund laufen und ich erzähle jetzt sozusagen was dazu. Beziehungsweise versuche da so ein bisschen meinen Senf dazu zu geben. Und ja, in dieser Runde beginnen wir mit dem Soldier 76. Und ja, wir wechseln dann aber nochmal, weil ich so ein bisschen das taktisch überdacht habe und dann nochmal einen anderen Charakter genommen habe. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Auf jeden Fall, ja, ich werde ein bisschen dazu quatschen und um gleich mal auf das Thema Overwatch zu kommen. Ich finde, an sich ist das ein richtig geiles Spiel. Ich finde, das ist richtig gelungen, auch mit den ganzen Charakteren, die man sich raussuchen kann. Jeder hat so ein bisschen, ja, seine eigenen Fähigkeiten und ja, jeder hat so seine Power-Ups und seine Special-Sachen, die er nutzen kann und ist auf jeden Fall richtig cool für die, die das Spiel jetzt überhaupt nicht kennen. Ja, ist so eine... Also ist auf jeden Fall ein Shooter mit verschiedenen Zielen. Es gibt zum Beispiel Capture the Flag, dann ja, Ziel begleiten, also sozusagen eskortieren und so weiter. Und ja, auf jeden Fall sehr zielbasierend das Spiel. Also man muss schon versuchen, irgendwie im Team vorzugehen. Dann gibt es verschiedene Charaktere. Also es gibt zum Beispiel Tanks, die viel aushalten, Heiler und so, ne? Also so verschiedene Charaktere. Und die sind alle wichtig fürs Team, deswegen ist es immer gut, wenn von jedem ein bisschen was dabei ist. Und ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man hier zusammenspielt. Ich habe es hier leider erstmal alleine gespielt. Mal gucken, vielleicht findet sich noch der ein oder andere, der da hier mit am Start ist. Man muss ja auch immer jemanden finden, der das Spiel auch hat, ne? Weil es ist ja auch alles eine Geldfrage. Und es ist auch nicht für jeden was, aber ich finde das eigentlich relativ cool. Zumal ich diesen Spielstil an sich schon richtig cool finde. Und ja, um aufs Gameplay zu kommen, ist es eigentlich relativ simpel. Wie gesagt, es gibt verschiedene Charaktere, die mit verschiedenen Fähigkeiten und einige davon können auch so ein bisschen so schweben oder mal sich teleportieren oder so. Klingt alles ein bisschen mystisch, aber ist auf jeden Fall richtig cool umgesetzt, meiner Meinung nach auch. Also jeder hat halt so seine Stärken und Schwächen und ja, man muss halt immer gucken, ja, da hat er mich rangezogen. Der hatte zum Beispiel gerade so eine Fähigkeit, der kann mit so einem Haken werfen und dich sozusagen ranziehen und dich dann töten, ja, wie er das schön gemacht hat. Und ja, jetzt habe ich gewechselt, jetzt bin ich Bastion und das ist so eine Art Roboter, der hat hier so ein MG oder beziehungsweise so eine Minigun und dann halt seine normale Waffe. Und ja, dann gibt es noch so eine Spezialfähigkeit, die lädt sich auf, wenn man Damage macht und ja, auch so lädt die sich langsam auf, aber wenn man Damage macht, lädt die sich schneller auf. Und da hat man dann nochmal wie so eine super Special-Fähigkeit und ja, der Bastion kann zum Beispiel als Fähigkeit, wie gesagt, die Minigun hier rauspacken und damit macht er richtig Schaden, kann sich allerdings nicht bewegen, ja, also er ist sozusagen leicht zu treffen, aber macht halt, wie ihr im Hintergrund gerade seht, richtig schön Schaden. Was auf jeden Fall richtig gut ist, weil, ja, gerade wenn es um zielbasierte Spiele geht, ist es gut, wenn man sozusagen stationär in dem Ziel oder an dem Ziel ist, wie ich es jetzt auch gleich machen werde. Ich stelle mich jetzt da oben hin und baller dann die ganze Zeit darunter. Und ja, da sind solche Charaktere auch auf jeden Fall mit wichtig. Ja, und hier seht ihr jetzt unten sozusagen das Ziel, was eingenommen werden muss. In der Mitte oben seht ihr die Prozentanzahl, wie viel da eingenommen wurde. Und jetzt seht ihr hier, ich habe meine Minigun jetzt und jetzt tue ich hier richtig schön flankieren sozusagen von der Seite. Keiner beachtet mich wirklich, weil das Geschehen da unten ist, aber ich kann schön von oben flankieren. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Charaktere. Ich werde auch noch einige spielen. Mein Favorit ist so ein bisschen der Soldier 76 und Bastion ist auf jeden Fall auch richtig gut. Ich habe natürlich auch noch nicht alle ausprobiert und das werde ich aber auch noch machen. Und ja, ihr seht schon im Hintergrund mit dem stationären, ja, ich nenne es einfach mal mit der Minigun, kann man richtig gut aufräumen. Und was ihr gerade gesehen habt, wo der diesen Arm so komisch vorgemacht hat, das ist seine Heilung. Also er kann sich sozusagen ein bisschen heilen. Und das ist auch richtig gut und vor allem ist es auch vorteilhaft, weil ihr müsst euch einfach nur ein bisschen zurückziehen und schon könnt ihr euch heilen. Und das ist in dem Spiel wirklich sehr wichtig,
falls zum Beispiel kein Heiler im Team ist oder so, oder der Heiler euch gerade nicht heilt, dann könnt ihr euch halt selber so ein bisschen heilen und das ist echt verdammt wichtig. Ja, hier habe ich nicht so richtig aufgepasst, hier bin ich gestorben, weil man kann auch so verschiedene, wie gesagt, es kommt immer auf den Charakter an, man kann auch so verschiedene Schilde platzieren, dass man sozusagen da hinschießen kann, aber die können nicht auf dich schießen oder so. Und ja, ist auf jeden Fall richtig cool und ich hätte es auch gerne im Livestream mal ein bisschen gezeigt und vorgestellt, vor allem, weil die das jetzt noch nie gespielt haben oder so, die kennen sich da ja nicht so wirklich aus. Deswegen hätte ich es euch wirklich gerne mal gezeigt und vorgestellt, aber das brauchen wir jetzt noch nicht machen, weil das mein Internet einfach noch nicht schafft. Ja, hier war jetzt die erste Runde vorbei, die haben wir leider verloren. Ja, aber es gibt insgesamt, wenn wir jetzt 1-1 spielen, gibt es noch eine dritte Runde. Und wenn wir jetzt verlieren, dann war es das. Aber, ja. Dann gibt es immer so eine Aufwärmphase. Da, wo wir jetzt gerade sind, da bist du in so einem Raum drin mit deinen ganzen Teamkameraden. Da macht man immer ein bisschen Blödsinn, schießt ein bisschen rum und so. Ihr seht das ja. Und, ja. An sich finde ich auch die Karten ganz cool gemacht. Manchmal ist es ein bisschen nervig, weil man mit verschiedenen Charakteren an Plätze kann, wo man mit einem anderen Charakter überhaupt nicht hin kann. Und ja, das ist dann natürlich nervig, aber ja gut, dafür haben die anderen Charaktere dann andere Vorteile. Und ja, es gibt auch so Sachen wie Sniper, gibt es zum Beispiel auch. Und wo ich aber sagen muss, mit dem Snipen komme ich hier noch nicht ganz so gut zurecht, weil es im Spiel sehr hektisch zugeht. Also viele schnelle Bewegungen und ja, im Hintergrund, ihr habt gerade gesehen, mit dem stationären Geschütz kann man schon richtig gut Schaden machen. Und ja, also mit dem Snipen, das entweder ich übe es nochmal ein bisschen oder ich lasse es gleich von Anfang an sein, weil ja, wie gesagt. Und ihr habt jetzt gesehen, ich stelle mich schnell in die Ecke, heile mich und dann kann ich wieder sozusagen ins Feld vorgehen. Und ja, das Heilen ist auf jeden Fall richtig wichtig, also das müsst ihr auf jeden Fall machen. Und da, den ich jetzt gerade getötet habe, das war zum Beispiel immer mit Shotgun, also Shotguns gibt es auch, also es gibt Fernkämpfer, Nahkämpfer. Und ja, es gibt auch so zum Beispiel Genji, ist so ein Ninja-Typ mit Schwert und Wurf, Sternen und so. Der ist auch auf Nahkampf und so, also es gibt da eine sehr, sehr große Auswahl. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial auch in den ganzen Charakteren drin und so. Und jeder hat halt, wie gesagt, seine Fähigkeiten, seine Vorteile, seine Nachteile. Und ja, ist auf jeden Fall recht cool gemacht. Der hakt mich jetzt hier rüber und denkt, er kriegt mich, aber ich konnte mich nochmal retten. Wie gesagt, das Heilen ist wirklich wichtig, gerade bei Bastion. Wenn man die Möglichkeit hat, sich selbst zu heilen, dann sollte man das auch wirklich nutzen. Und ja, ist auf jeden Fall relativ wichtig. Und ja, die Tanks halten halt wirklich relativ viel aus. Ihr seht, dass ich habe, wenn ich voll bin, 300 Leben. Und ja, es gibt auch Charaktere, die haben nur so 120 Leben oder so. Ist auf jeden Fall, ja, muss man immer ein bisschen gucken. Es kommt halt auch drauf an, für was die Charaktere so gemacht sind. Den ich gerade eben getötet hatte, da ist noch ein Bastion als Geschütz, den habe ich aber geholt. Und der gerade hier noch an der Ecke war, das ist so ein Mädchen, sage ich jetzt mal. Und die sitzt zum Beispiel in ihrem Roboter drin und wenn der Roboter kaputt ist, kann die nochmal rausspringen und dann nochmal mit, was weiß ich glaube 150 oder 200 Leben oder so, kann die dann nochmal weiterkämpfen. Ist natürlich nicht viel, weil die halt auch nicht wirklich keine gute Waffe hat und so, aber ist halt ihre Fähigkeit, beziehungsweise, ja, das kann die halt und das ist halt auch wieder was Cooles. Da war gerade eine Raketenfrau, ich nenne die so, ich weiß, die ist anders, aber ich nenne die immer so, die hat so eine Art Jetpack. Und kann halt rumfliegen und mit den Raketenwerfern kann man richtig die Leute abfacken. Also ich habe die ein oder zweimal schon gespielt und das ist richtig OP teilweise, wie die in der Luft rumfliegen kann, weil die richtig lange schweben kann. Mal gucken, vielleicht machen wir da auch nochmal eine Runde. Und ja, hier haben wir das Ründchen sogar ausnahmsweise mal gewonnen. Und ja, war eigentlich, denke ich, mal eine ganz gute Runde. Und das bedeutet, es geht jetzt in die Verlängerung. Es geht in Runde 3. Ja, wieder im Aufenthaltsraum ein bisschen Spaß haben. Ist immer dasselbe. Viele sagen irgendwelche Sprüche oder sagen halt Hallo. Dann kann man noch so, ja, ich nenne es mal Graffitis an die Wand sprühen. Und ja. Der da hinten spielt mit den Bällen rum. Also es gibt immer was zu tun.
Und ja, man kann halt so ein paar Gesten machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich noch, wenn ich mich recht erinnere. Müsste ich das eigentlich... Ja, genau, da. Da haben wir es. Da kann man so Gesten machen oder so Posen, sage ich jetzt mal. Und ja, auf jeden Fall ganz nice. Jetzt geht's vor zum Punkt. Und wichtig ist auch, also das mache ich jetzt zum Beispiel nicht, ihr dürft immer nicht gleich reinrennen wie sonst was, weil dann sterbt ihr hundertprozentig, so wie ich jetzt gleich. Ich dachte mir, komm, ich stelle mich hier hin, aber ich konnte noch nicht mal wirklich losschießen und war schon tot. Und da ist mein Kopf runtergefallen, sehe ich gerade. Das habe ich im Video gar nicht gesehen, wo ich das aufgenommen habe. Ja. Auf jeden Fall müsst ihr da immer ein bisschen taktisch rangehen an die ganze Sache. Also es ist wirklich auch teilweise ein Taktikspiel, weil jeder muss so ein bisschen auf den anderen vertrauen, beziehungsweise halt hoffen, dass der andere gut mitmacht, weil man sonst selber halt tot ist. Deswegen ist es ganz cool, wenn man das in der Party spielt, dass man sich ein bisschen absprechen kann. Aber wie gesagt, ja, da fehlen mir zurzeit noch die Mitspieler. Wenn ihr Overwatch habt und gerne mitspielen wollt und euch halbwegs ja, benehmen könnt, beziehungsweise einfach ordentlich mitspielt, dann ja, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ihr schickt mir einfach eine FA an yt_kennigemann90. Und ja, dann können ja, wir gerne mal in Kontakt treten und ja, miteinander ein bisschen quatschen oder auch gerne mal zocken. Ich zocke ab und an auch gerne, also jetzt schon mit Leuten, die ich vorher nicht kannte und jetzt durch YouTube kennengelernt habe. Also wie gesagt, wer da Lust hat, da mal ein Rundchen mitzuzocken und von mir aus gerne auch mit im Video zu sein. Wie gesagt, wenn ihr euch benehmen könnt, ist das alles überhaupt kein Problem. Und ja, wir sind jetzt hier dabei, den Punkt einzunehmen. Das habe ich jetzt auch erkannt und renne jetzt hier vor. Und jetzt habe ich was gemacht, was der eine oder andere vielleicht ein bisschen als Campen abstempelt. Und zwar habe ich mich jetzt mit meinem Geschütz hier in die Ecke gesetzt. Allerdings, und habe eher geschossen als der Bastion mit seinem Geschütz. Allerdings würde ich es jetzt nicht unbedingt, also klar, es ist Campen. Aber ihr müsst es immer so sehen, es kann jederzeit jemand von links kommen und mich töten. Von geradeaus kann auch jemand kommen. Und wenn jemand direkt rechts um die Ecke kommt, ist auch immer die Wahrscheinlichkeit da, dass er mich holen kann. Und wie gesagt, wenn jemand von links bzw. halt von hinten an mich rankommen würde, dann könnte er easy neben mir stehen bleiben und mich direkt mit dem Headshot halt töten oder so. Deswegen, ja, es ist schon auf eine Art Campen, aber ich habe halt den Punkt verteidigt. Ich meine, die anderen würden es genauso machen. Ja, die anderen mit Bastion oder so würden sich bestimmt auch irgendwo hier hinhocken. Und ja, deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt keinen Vorwurf, weil ich habe halt einfach meine Fähigkeit genutzt, so wie man es in dem Spiel machen sollte. Die Fähigkeiten ausnutzen und ja. Ja, wir nehmen jetzt gerade den Punkt ein. Ich spiele hier so ein bisschen an den Tasten rum, wie ihr seht. Und der hier vor uns läuft, das ist ein Lucio. Das ist so ein Heiler zum Beispiel, der kann entweder heilen oder euch so einen Boost geben. Ist auf jeden Fall auch sehr nützlich, weil heilen natürlich immer lustig, ist natürlich immer wichtig. Aber selbst der Boost, wo man schneller wird, ist auf jeden Fall richtig gut, weil das bringt schon relativ viel. Ich glaube, man ist dann doppelt so schnell oder so. Und das macht natürlich schon ganz schön was aus. Wow, ein Drittel schneller oder irgendwie sowas. Ja, und der Lucio, der läuft ein bisschen komisch. Das liegt daran, dass der so auf angedeuteten Inlinern fährt. Also der ja, bewegt sich ein bisschen anders fort. Es gibt sowieso viele verschiedene Fortbewegungsarten. Es gibt auch einen Charakter, der schwebt. Und ja, den da oben habe ich geholt. Ganz locker flockig. So, und ihr seht schon, 99%. Jetzt haben wir das Ganze eingenommen hier. Und ja, haben das damit geschafft. Ich heile mich am Ende nochmal und baller ein bisschen rum wie ein Bekloppter. Und ja, da war es das soweit schon mit der Runde. Am Ende des Spiels gibt es immer so ein Highlight des Spiels, wie ihr jetzt seht. Und ja, dann seht ihr immer, was der Typ gemacht hat. Er hat mich zum Beispiel getötet, das war direkt am Anfang der Runde. Und jetzt steht er rum. Jetzt hat er noch jemanden getötet. Okay, also er hat zwei oder drei Leute getötet. Und ja, jetzt kann man am Ende hier immer entscheiden, welcher Spieler deiner Meinung nach toll war oder welcher Spieler das Team vorangebracht hat oder ja, man kann halt lesen, was die Spieler so gemacht haben und so ein, ja, so einen Punkt geben und dann kriegt er ein bisschen mehr EP und ja, das war es soweit auch schon. Dann verlasse ich das Match hier, zack zack, und dann sind wir im Menü und jetzt seht ihr zum Beispiel gleich den schwebenden Charakter, den ich erwähnte. Also der läuft nicht oder keine Ahnung, der kriecht nicht
Ja, der ist am Schweben, der bewegt sich dann sofort. Ist übrigens auch ein Heiler. Zenyatta nennt sich der, die, es, wie auch immer. Und ja. Ja, Leute, da war es soweit schon mit der ersten Folge hier von Overwatch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal, wie gesagt, etwas anderes. Ein Commentary habe ich noch nie gemacht. Es ist für mich Neuland. Also ich habe jetzt hier mein Schnittprogramm laufen und sehe sozusagen, was ich gespielt habe und ja, Quatsch dazu. Also es ist erstmal eine neue Erfahrung, die ich auch erstmal jetzt ein bisschen lernen muss. Also sorry, falls da jetzt noch der ein oder andere kleine Fehler drin sein sollte. Und ja, ich würde mich wie immer über eine Bewertung freuen und ja, vergesst nicht den Kanal kostenlos zu abonnieren. Wenn ihr mehr von Overwatch sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder lasst einfach eine Bewertung da, das freut mich beides. Und ja, Tipps und Tricks natürlich auch gerne in die Kommentare, da freue ich mich noch viel mehr. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war's das. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.